Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Er ist wieder da. Mike Franz ist an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt und wurde von den Journalisten ebenso herzlich begrüßt wie von den Fans und natürlich Rüdi. Mike, hallo. Hi. Jetzt bist du offiziell vorgestellt. Bist du froh, dass du das hinter dir hast? War so ein bisschen Druck dahinter, oder? Ja, es hat sich ja doch dann ein bisschen gezogen. Und ich glaube, wir mussten auch ein bisschen dem Ganzen gerecht werden. Und jetzt, glaube ich, mit dem heutigen Tag ist die Klarheit auch da für mich und meine Familie. Und ja, jetzt könnte es bald schon wieder der 12. sein. Jetzt geht das Ganze ja, so wie wir das wissen, auf eine Verabredung zurück, die du vor vielen Jahren, ich glaube im Jahr 2008, als du weggegangen bist, mit dem Herrn Ostermann getroffen hast. Ist das richtig? Das ist richtig. Ich glaube, das war damals mit einer, ja, ich will jetzt sagen, eine Vereinbarung, dass ich dann nach Nürnberg gehen durfte. Aber wir haben das damals so festgehalten, weil ich glaube, ja, das war damals nicht selbstverständlich. Und hätte man mich jetzt vor 8 Wochen gefragt, hätte ich wahrscheinlich eher gesagt, okay, weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt unbedingt nochmal machen will nach der Zeit auch in Hannover. Aber wir haben dann gesprochen und dann ja, ist auch relativ schnell der Ehrgeiz wieder entstanden, dann auch ja, dem Ganzen auch zuzustimmen, und letztendlich stehe ich auch zu meinem Wort immer, weil ich glaube auch, dass das Wichtigste ist von einem Mensch, dass er zu seinem Wort steht, und unabhängig davon, aber auch wenn es das damals nicht gegeben hätte, wäre ich super glücklich gewesen, dass es jetzt so funktioniert hat. Ja, das heißt, der Ostermann ist auf dich zugekommen auch. Ja, auch. Ja. Ja. In Hannover hätte es ja auch bleiben können. Ne? Der Markus Mann hat gesagt, du kannst dort in die Nachwuchsakademie, kannst dort Leiter werden. Ne? Das war aber keine Option für dich. Nee, für mich war es eigentlich klar. Also auch, ich habe das ja auch schon mal erwähnt, dass ich mir gewünscht hätte, ein bisschen früher wieder nach Hause zu kommen. Und für mich war, ja, eigentlich vor 2 Jahren so ein Zeitpunkt gewesen, wo es dann für mich auch ganz gut gepasst hätte. Das war halt damals nicht möglich gewesen. Und dann musste man, oder aus dem Grund habe ich überhaupt dann Hannover auch gemacht. Und für mich war klar, die 2 Jahre, unabhängig wie sportlich läuft, ich muss auch sagen, Hannover wollte jetzt mich nicht nur als, also dass ich im NLZ arbeite, die hätten auch schon noch gern gehabt, dass ich als Spieler geblieben wäre. Oh, okay. So, also es wurde so ein bisschen auch falsch dargestellt, ich habe das alles so gelassen, damit ich auch meine Ruhe habe. Aber für mich war klar gewesen, nach den 2 Jahren möchte ich auch, dass mein Sohn hier aufwächst. Er ist jetzt schon 2,5, Zeit ist auch endlich, und will auch, dass er ja in einem familiären Umfeld aufwächst. Ja, das heißt, du hast hier auch schon eine Hauswohnung, bist hier fest installiert, und genau. Das Saarland ist die Zukunft. Absolut.